Zorros in One Piece einer der Charaktere, die zukünftig zu den stärksten überhaupt gehören. Es gibt vielerlei Theorien um diesen Charakter und heute gehen wir auf ein paar Hinweise ein, die Oda uns im Manga dargelegen haben, könnte die darauf hinweisen, dass Zorro einen Kampf mit Kaido haben wird. Los geht's. Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video. Und in dem heutigen Video sprechen wir mal über die spannende Thematik, inwieweit Zorro in dem Kampf mit Kaido involviert sein wird, was er für eine Rolle hier in diesem Kampf spielen wird. Denn es gibt ein paar Hinweise, die man zumindest als solche sehen kann, in dem Manga von One Piece, die darauf schließen lassen könnten, dass Zorro hier einen Kampf gegen Kaido haben wird. Wir gehen da jetzt detailliert drauf ein. Bevor es aber losgeht, Freunde, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich One Piece, die neuesten Spoiler etc. sein möchtet, ich halte euch stets auf dem Laufenden. Lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos, tut nicht weh und dann seid ihr mit in der Crew dabei. Und nun auf ins Video. Okay Leute, der Kampf Zorro vs. Kaido. Es gibt im Manga ein paar Hinweise, die darauf schließen lassen. Bevor wir aber darauf eingehen, wir müssen noch ein bisschen ausholen, ja ein bisschen von außen rum das Ganze betrachten, denn diese Hinweise, die sind sehr viel verstreut, sagen wir einfach mal so, und man kann diese als sehr interessant sehen. Also ich persönlich finde die sehr interessant und wir gehen erstmal auf Kaido ein. Ja, Kaido ist ja die stärkste Kreatur, die lebt, ja, in einer Wette 1 gegen 1. Kaido gewinnt immer, so heißt es zumindest, und Kaido scheint bis dato erst einmal auch unverwundbar zu sein. Er ist nicht unsterblich, Leute. Das ist ein kleiner Irrglaube innerhalb der Community. Kaido ist nicht unsterblich. Ja, er scheint nur unverwundbar zu sein oder scheint unsterblich zu sein, weil er unverwundbar aktuell ist. Weil es wahrscheinlich auch keiner geschafft hat, ihn jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren oder so richtig zu verwunden oder sowas. Jedenfalls, das nochmal hier dazu. Jedenfalls haben wir eine sehr interessante Situation gehabt, die das Ganze so ein bisschen umwirft mit diesem Unverwundbarsein etc. pp. Nämlich konnte Oden Kozuki Kaido mit seinen Schwertern aufschlitzen. Also Oden Kozuki hatte es geschafft und das hat auch damals in dem Flashback alle überrascht. Ja, Oden Kozuki hatte es geschafft, Kaido mit seinen Schwertern aufzuschlitzen bzw. ihn heftig zu verletzen. Er hat ja aktuell eine sehr fette Narbe davon getragen und das ist natürlich etwas, was natürlich Eindruck erweckt. Ja, also diese Schwerter etc. Oden Kozuki als Schwertkämpfer, generell ist er hier schon mal ein sehr, sehr dicker Punkt. Die nächste Sache ist nämlich auch noch folgendes. Hatte Kaido vielleicht auch darum deswegen auch Respekt vor Shanks, vor Marineford, bzw. Kaido wollte ja nach Marineford, um halt die Welt ins Chaos zu stürzen. Er wollte an diesem Krieg mit teilnehmen. Er wurde aber von Shanks aufgehalten. Und hier ist natürlich die Frage, hatte Kaido aufgrund seiner Erfahrung mit Oden Kozuki damals einfach Respekt vor Shanks? Hat er sich vielleicht sogar, hat er vielleicht sogar gegambelt, ey, vielleicht kann ich diesen Kampf sogar verlieren oder sowas? Hat er hier deswegen sich zurückgezogen? Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten, wie die haben Sake getrunken oder irgendwie was anderes, ja. Shanks hat ihm gedroht, dass wenn er jetzt nach Marineford geht, dass Shanks zum Beispiel jetzt nach Wano Kuni aufmacht und dort alles kurz und klein haut oder sowas in der Art. Also hier ist natürlich die Frage, wie ist das wirklich abgelaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der Erfahrung mit Oden Kozuki Kaido hier Respekt vor Shanks gehabt hat, denn Shanks ist genau wie Oden Kozuki damals zumindest gewesen, er hat ein absolut starkes Haki und Shanks ist ein Schwertkämpfer und Shanks hat in dem Falle vermutlich sogar das Schwert von Gold Roger. Das ist er natürlich nicht ganz genau, aber das ist ja so eine Vermutung, die sehr weit im Kurs steht, die sehr hoch, ich sag mal, bei fast jedem, oder jeder kennt glaube ich die Theorie, dass Shanks einfach das Schwert von Roger hat und vielleicht kennt Kaido das. Und er hat hier so kleine Oden Kozuki Flashbacks bekommen. Das kann natürlich sein. Dann wiederum ist natürlich auch die Frage, sind darum vielleicht Schwertkämpfer Kaidos Schwachstelle, ja auch mentale Schwachstelle, weil er halt einfach diese Negativerfahrung mit Schwertkämpfern gemacht hat, so eine Art Jips, ja, dass er so eine kleine indirekte, das ist ja so eine mentale Krankheit mehr oder weniger. Ist es wirklich so, dass Schwertkämpfer Kaido ziemlich zusetzen können, auch vom mentalen her, vom psychischen Druck her, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, Kaido hat sich ja dann doch zurückgezogen, damals auf Marineford, beziehungsweise kurz vor Marineford, wo er dann doch nicht hingekommen ist und jetzt ziehen wir das Ganze mal zu Zorro hin, ne? Die Parallele von Zorro und Ryuma, die ist unausweichlich. Beide sehen so gut wie ähnlich aus, ja. Man zieht die Parallele zu Ryuma und Zorro, Ryuma haben einen speziellen Kampf gehabt, Leute. Und wir wissen von Ryuma, Ryuma ist derjenige, der einen Drachen getötet hat. Ja, Ryuma ist ein Drachentöter. Und hier auf der anderen Seite haben wir Zorro, der zum Beispiel den Drachen auf Punk Hazard geköpft hat. Das sind mal so zwei kleine Hinweise, die man einfach mit aufnehmen kann. Ja, natürlich kann man
man die mit aufnehmen und hier mit reinspielen lassen, dass hier eventuell eine kleine Anspielung auf Kaido gemacht wird, denn Drache. Also das ist eigentlich relativ offensichtlich, also dass man auf diese Gedanken kommt. Ja, vielleicht ist das sogar von Oda so gewollt, dass das so gezeichnet ist oder dass das dann so kommen sollte. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Was aber nochmal sehr wichtig ist und das Ganze nochmal viel kräftiger unterstreicht, ist nämlich, Kaido ist ein Oni, Leute. Ja, Kaido ist ein Oni und die Theorien stehen ja im Raum. Ist er ein Oni, der eine Drachenfrucht gegessen hat, oder ist er ein Drache, der eine Oni-Frucht gegessen hat? Jedenfalls ist Kaido mit einem Oni in Verbindung zu bringen. Und in der japanischen Mythologie werden Onis Yokais genannt. Ja, also das sind Dämonen, mehr oder weniger. Und das Kitetsu, das Zoro besitzt, wird mit einem bestimmten Wort, mit einem bestimmten Wort übersetzt, nämlich Dämonenschlitzer. Und hier ist natürlich die Möglichkeit, dass man die Verbindung zu dem Oni zieht oder sieht, mehr oder weniger, und dann, dass man hier einen Zorro gegen einen Kaido haben wird. Ja, auf der anderen Seite, jetzt geht es natürlich noch weiter, Zorro hat das Schwert von Oden, ja, und eventuell bekommt er sogar für den Kampf gegen Kaido das andere Schwert noch von Oden, dann hat er beide Schwerter von Oden und nicht nur das Enma, und dann wäre hier ebenfalls noch so eine heftige Parallele einfach für einen Kampf mit Kaido, ja. Ich meine, diese einzelnen Punkte, wenn man die einzeln jetzt nochmal betrachtet, dann ist das gar nicht so naheliegend, dass man da irgendwie auf einen Kampf mit Kaido schließen könnte, aber wenn man wirklich alle in einen Topf wirft, weil das halt so viele sind, dann kommt man halt einfach wirklich zu diesem Schluss, dass Zorro hier möglicherweise gegen Kaido kämpfen könnte. Jetzt gibt es natürlich die Theorie, und da war ich auch ein sehr großer Fan von, beziehungsweise finde ich persönlich immer noch sehr interessant, dass Zorro derjenige sein wird, der Kaido den letzten tödlichen Schlag verpassen wird. Also Ruffy hat Kaido besiegt etc. Kaido will es aber nicht einsehen, mehr oder weniger, ja, und versucht Ruffy dann hinterhältst oder hinterrücks anzugreifen, wie es zum Beispiel damals vielleicht mit Oden Kozuki versucht hat, ja, mit Momonosuke, also, ne, ihr versteht, was ich meine, mit dem Flashback, wo Oden dann verloren hat, schlussendlich. Ja, was ist, wenn Kaido das halt erneut probiert bei Ruffy, mehr oder weniger, aber dann wird halt Zorro zur Stelle sein und Kaido dann schlussendlich erledigen, ja. Er muss ja nicht Ruffy irgendwie angreifen in einem Augenblick, wo er nicht aufpasst. Es kann ja, keine Ahnung, Lysop oder irgendjemand Schwächeres sein, ja, und dass dann Zorro hier in diesem selbigen Moment, dass Zorro dann hier eingreifen wird und Kaido dann mehr oder weniger vielleicht sogar töten wird, ja. Im Großen und Ganzen ist Ruffys Tötungsmoral ja eine komplett andere Geschichte seit Whole Cake Island, denn wir wissen ja, Ruffy hat ja bisher, und das hat Oda so bestätigt eigentlich, dass Ruffy seine Gegner nicht tötet, denn wenn Ruffy seine Gegner besiegt, ja, dann sind die Träume der Gegner, die sind dann zerfallen, ja, und das ist in der Welt von One Piece für die Gegner, mehr oder weniger für die Antagonisten, ist das viel, viel grausamer als der Tod. Aber jetzt auf Whole Cake Island scheint Eiichiro Oda dieses Konzept komplett vom Tisch geräumt zu haben, denn wir haben ja den Tötungsplan von Big Mom gehabt. Der Ruffy hat da teilgenommen, Ruffy war damit einverstanden, Big Mom zu erledigen, zu töten. Deswegen ist hier auch der Punkt, wenn Ruffy Kaido hier nicht töten möchte oder nicht töten wird, dann wird es vermutlich ein anderer tun, denn Kaido ist immer noch, auch wenn er besiegt wird, ist er immer noch eine wahnsinnige Gefahr für die Strohhutbande, denn wenn er irgendwann wieder fit ist, ja, dann ist er trotzdem noch Kaido, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist dann kein Sir Crocodile für uns heute oder kein Robluki oder sonstiges, den Ruffy dann easy klatschen würde, ja. Es ist trotzdem dann noch der Fall, dass Ruffy hier gegen Kaido im Nachhinein immer noch verlieren könnte, Leute. Deswegen ist es sehr wichtig, Kaido komplett aus dem Weg zu räumen. Okay, Leute, das waren jetzt im Großen und Ganzen erstmal noch alle Hinweise. Ich fasse euch das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal Kaidos angebliche Unverwundbarkeit, die halt durch Oden, Kozuki in diesem Flashback vor über 20 Jahren, wo halt das Ganze negiert wurde. Kaido ist verwundbar, ja. Leute, er hat ihn heftig verletzt, ja. Dann natürlich das Auftauchen von Kaido, was er vorhatte, zumindest auf Marineford. Das wurde von Shanks, wurde das aufgehalten, beziehungsweise da wurde Kaido zurückgehalten von Shanks, ja. Warum hatte Kaido vielleicht Angst vor Shanks, oder nicht Angst, sondern Respekt vor Shanks, ja, weil Shanks halt ohne Kozuki gleicht, ja, starkes Haki, Schwertkämpfer, eventuell hatte Shanks halt noch das Schwert von Roger, Leute. Dann natürlich auch hier die Frage, ob Schwertkämpfer im Allgemeinen Kaidos Schwachstelle sind, ja.
Dann natürlich diese ganzen Parallelen mit Zorro und Ryuma, die sind einfach unausweichlich. Ryuma hat den Drachen getötet, Zorro hat einen Drachen geköpft oder getötet, mehr oder weniger. Ja, Kaido, das oder der Oni, mehr oder weniger in der japanischen Mythologie, als Yokai genannt. Ja, das sind Dämonen und das Kitetsu von Zorro wird halt mit Dämonenschlitze übersetzt. Und Zoro hat jetzt zusätzlich das Schwert von Oden bekommen. Also mehr Parallelen, wenn man wirklich alles mal in einen Topf schmeißt. Mehr Parallelen gibt es ja nicht. Und mehr, also ich finde, das ist ein absolut krasser Hinweis. Zoro muss Kaido nicht töten, aber dass Zoro zumindest einmal einen Kampf bekommt mit Kaido, dass er einen Schlagabtausch mit Kaido kriegt, das ist persönlich, finde ich, etwas, was unabdenkbar ist. Ich persönlich bin ein großer Fan von, ich würde mich da sogar sehr drüber freuen. Ich denke, Leute, ihr auch, ja. Ein kurzer Kampf Zoro gegen Kaido wäre doch mal etwas, was sehr, sehr interessant sein dürfte. Zumal Zoro nicht allzu viel schwächer ist als Ruffy. Ja, die beiden befinden sich ungefähr auf einem gleichen Level. Ruffy ist minimal stärker. Deswegen kann man das, finde ich, persönlich auch machen. Und dieser Kampf, der sollte sehr, sehr interessant sein. Auch vom Manga, vom Zeichenstil her könnte das ziemlich heftig werden, Leute. Aber eure Meinung dazu natürlich gerne mal in die Kommentare. Interessiert mich sehr und dann war es das erstmal vom heutigen Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Ist kostenlos. Ich halte euch stets auf dem Laufenden bezüglich One Piece. Tretet gerne der Crew bei und dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.